Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischig. Immer wieder erreichen mich Briefe, in denen jemand nicht für sich selbst um Hilfe bittet, sondern für einen anderen geliebten Menschen. So auch bei Uschi, die ihrer besten Freundin Christel helfen wollte. Christel litt sehr unter dem Verlust ihrer Pflegetochter Claudia aus Argentinien, die sie seit 27 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Cuxhaven an der Nordseeküste. Die Kleinstadt mit rund 50.000 Einwohnern ist die Heimat von Uschi. Die 70-jährige Rentnerin möchte ihrer besten Freundin Christel den Wunsch ihres Lebens erfüllen. Denn Christel sucht sehnsüchtig ein Mädchen aus Argentinien, Claudia. Die Austauschschülerin hat damals bei ihr in Deutschland gelebt. Vor über 20 Jahren ist der Kontakt abgebrochen. Um mehr zu erfahren, hat sich Julia mit Uschi im Hafen von Cuxhaven verabredet. Uschi! Hallo! Ich freue mich! Danke! Eine Verabredung an der See! Ja, genau! Und bei dem schönen Wetter, ne? Ja. Ja, genau. Sollen wir uns irgendwo zusammensetzen? Ja, ein paar Schritte gehen? Ja. Können wir uns hier ein bisschen hinsetzen? Ja. Ist ein bisschen windgeschützt. Ja. Uschi, du hast mir ja sozusagen für deine beste Freundin Christel geschrieben. Wen sucht Christel? Die Claudia. Das war ihre Austauschschülerin aus Argentinien. Und die haben immer viel Kontakt miteinander gehabt. Und irgendwann ist er abgerissen. Und Christel ist ganz, ganz traurig darüber. Bereits mit 20 Jahren ist Christel verheiratet. Nichts möchte sie mehr, als schnell eine komplette Familie zu gründen. Doch der große Wunsch nach eigenen Kindern wird ihr nicht erfüllt. 7 Fehlgeburten muss sie erleiden. Mutter wird sie nie. Letztendlich scheitert daran auch ihre Ehe. 1978 zieht die Austauschschülerin Claudia Monti aus Argentinien zu ihr. Für ein Jahr hat Christel endlich die Tochter, die sie selbst nie bekam. Dann muss Claudia zurück in ihre Heimat. Einmal noch besucht Christel die junge Frau und ihre Familie in Südamerika. Doch einige Zeit später hört sie nichts mehr von Claudia. Briefe kommen ungeöffnet zurück. Warum, weiß niemand. Alle Bemühungen, Claudia wiederzufinden, blieben erfolglos. Glaubst du, das ist ein großer Herzenswunsch von ihr? Ja, Christel wollte halt immer gern, dass sie die doch mal wiederfindet, weil sie die von Herzen liebt. Ja? Ja. Uschi, ich habe deinen Brief ja ganz genau gelesen und ich habe von Deutschland aus schon in Argentinien recherchiert. Und ich habe auch ein Ergebnis. Und ich würde jetzt wahnsinnig gerne mit Christel sprechen. Meinst du, es wäre vielleicht möglich, dass du sie anrufst und irgendwo hinloggst oder dass wir da hin können? Das können wir machen. Ja? Ich werde sie mal eben anrufen, ja? Denn sie wird sich darüber freuen. Bist du aufgeregt? Ja, ja. Uschi ruft Christel an und lädt sie zu einem spontanen Spaziergang an der Küste ein. Dazu möchte sie ihre Freundin zu Hause mit dem Auto abholen. Prima, ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Aufgelegt? Aufgelegt. Sehr gut. Dann fahren wir jetzt zu Christel. Ja, machen wir gerne. Das wäre geschafft. Gemeinsam machen sich Julia und Uschi auf den Weg. Christel ahnt nicht, dass ihre Freundin Uschi Julia um Hilfe gebeten hat. Einige Minuten später erreichen die beiden ihr Ziel. Ich warte hier, ja? Du klingelst? Okay. Du musst jetzt gleich hier runterkommen. Hallo. Hallo, Christel. Hallo, Christel. Ich bin Julia. Ja, genau. Kennen Sie mich? Natürlich, ich habe immer geguckt. Also, mein Gott, ich würde dich hervorragen. Ja, hallo. Ja, ich freue mich. Ich hatte eine Verbündete hier. Also das wirklich nur überraschend. Ja? Hast du eine liebe Freundin? Das ist ein Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach ein Wahnsinn. Ja? Darf ich du sagen? Gerne. Ja? Es gibt jemanden, den du... Davon habe ich gehört. Und deswegen würde ich dich jetzt am liebsten mitnehmen und wir setzen uns in Ruhe zusammen und reden ein paar Takte. Das wäre lieb. Ja? Ich freue mich sehr. Julias Überraschung ist gelungen. Doch es gibt noch mehr, was sie Christel mitteilen möchte. Christel, du bist gerade schon auch sehr bewegt und aufgeregt wahrscheinlich, ne? Ja, sehr sogar. Und Herzbubbern sowieso. Das verstehe ich.
Ich weiß ja, dass es jemanden gibt, den du ganz besonders vermisst in deinem Leben. Naja, das ist die Claudia. Sie war damals 17 Jahre und kam von Argentinien nach Deutschland. Und wir hatten sie dann für ein Jahr gehabt. Und ich glaube, mit Claudia haben wir so das große Los getroffen, kann ich sagen. Ne? Dir geht's Herz auf, wenn du an sie denkst. Ich denke, so etwas hätte ich mir gerne als Tochter gewünscht. Ne? Nachdem nach meinen mehreren Fehlgeburten das alles so nicht klappte. Sie ist immer noch ein wichtiger Mensch für dich. Ich weiß ja, dass ihr dann noch lange Kontakt hattet. 8 Jahre später, nachdem sie wieder zurück war in Argentinien, habe ich sie ja besucht. Und zwar eine wunderschöne Zeit. So viel Geborgenheit, so viel Liebe. Ob das die Freunde waren, Bekannte, waren alle herzlich. Und man wurde überall so liebevoll aufgenommen. Und sie gaben alles, was sie hatten. Nachdem du dann zurück aus Argentinien gekommen bist, ist aber irgendwann der Kontakt regelrecht abgebrochen. Ja, wir hatten eigentlich immer brieflichen Kontakt. Dann hatte ich noch mal geschrieben, aber es kam zweimal keine Post zurück. Verstehe. Was würde dir das denn bedeuten, Claudia wiederzusehen und auch zu merken, dass du ihr auch sehr wichtig bist? Ganz schön viel. Wäre schon ein kleiner Traum. Ich habe sie ja nie vergessen. Und einfach ihr nochmal danken für all die schöne Zeit. Christel, ich wusste ja, wie sehr du dich nach Claudia sehnst. Und ich würde dir jetzt sehr, sehr gern was zeigen. Guck mal da. Von Deutschland aus hat Julia versucht, die ehemalige Austauschschülerin Claudia zu finden. Also, ich habe in den letzten Wochen viel recherchiert und auch mit einigen Behörden und Ämtern in Argentinien gesprochen. Und ich habe Claudia tatsächlich ausfindig gemacht. Ich habe mit ihr telefoniert und ich bin jetzt gerade etwas in Eile, denn sie ist heute Morgen mit ihrem Mann in Frankfurt angekommen und kommt jetzt gleich hier am Hauptbahnhof an. Und ich werde sie abholen. Julia macht sich auf den Weg in die Kölner Innenstadt, um Claudia am Bahnhof in Empfang zu nehmen. So, jetzt bin ich schon ein bisschen gespannt, ob ich sie wirklich erkenne. Denn bisher habe ich ja nur ein Foto gesehen. Nicht, dass sie plötzlich die Haare ganz anders hat oder so. Ich sehe sie nicht. Das könnte sie sein, glaube ich, da hinten mit dem pink Oberteil. Claudia? Ja! Ich freue mich. Hallo. Herzlich willkommen in Deutschland. Ich bin verrückt. Ich bin Julia. Hallo. Sehr gut. Gib mir deine Tasche. Wow, ich nehme. Dankeschön. Ein bisschen Deutsch noch, ne? Ein bisschen. Komm mit. Schön. Ich kann gar nichts sagen. Musst du auch gar nicht. Ich habe mich dann mit Claudia zusammengesetzt und wir haben uns unterhalten. Guck mal. Claudia, wie du ja weißt, habe ich dich hierher nach Deutschland eingeladen, weil Christel auf der Suche nach dir ist. Freust du dich darüber? Ich freue mich sehr darüber. Es ist ein großes Geschenk, dass Christel nach mir sucht. Einfach unglaublich. Schön. Also sie hat noch einen Platz in deinem Herzen? Oh ja, den hat sie. Einen ganz großen. Kannst du mir Christel ein bisschen beschreiben? Wie hast du sie damals erlebt? Christel war einfach wunderbar. In dem Jahr, in dem ich bei ihr gelebt habe, haben wir eine sehr innige Beziehung zueinander aufgebaut. Christel hat sich sehr fürsorglich um mich gekümmert. Sie war einfach unglaublich lieb zu mir. Ich kann mir vorstellen, dass der Abschied erstmal ziemlich traurig war, als du weggefahren bist. Ja, aber sie hat mich dann einige Jahre später in Argentinien besucht. Sie hat sich sofort in meiner Familie sehr wohl gefühlt. Ich habe 4 Kinder, aber Christel kennt nur die beiden Ältesten, Anna und Franco.
Das heißt, Christel weiß nur von zwei Kindern. Sie. Ja. Franco era bebé. Franco war damals noch ein Baby. Aber Anna war schon 3 Jahre alt. Christel hat damals mit Anna in einem Zimmer geschlafen. Die beiden hatten eine sehr innige Beziehung. Christel hat meine Kinder sehr geliebt und ist mit ihnen immer so herzlich umgegangen. Dann ist aber irgendwann der Kontakt abgebrochen. Ein paar Jahre später sind wir in eine andere Stadt gezogen, nach Villa Maria. Von da an haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren. Christel hat ja für sich selber leider nie rausfinden können, ob sie eine gute Mama geworden wäre. Ist das etwas, was du ihr sagen könntest? Ja. Für mich war sie meine deutsche Mama. Mama alemana. Und das wird sie auch immer bleiben. Eine gute Freundin und meine deutsche Mama. Compañera, mi mamá alemana. Möchtest du sehen, wie Christel heute aussieht? Me encantaría. Unglaublich gerne. Ich habe dir ein Foto mitgebracht von Christel. Ah, está igual. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Los mismos ojos. Está igual. Sie hat noch immer die gleichen Augen. Darf ich das Foto behalten? Natürlich. Gracias. Vielen Dank. Liebe Christel, ich bin Claudia. Ich kann nicht so gut Deutsch sprechen. Ich möchte wieder dich sehen. Ich freue mich auf dich. Das ist einfach. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du das. Weißt du, ich freue mich immer, das zu sagen, was ich gleich sag, aber bei dir freue ich mich auch heute wieder mal ganz besonders. Ich habe Claudia mitgebracht. Claudia wartet auf dich. Die freut sich sehr auf dich. Ich würde dich jetzt gern hinbringen. Sollen wir das machen? Claudia und Christel haben sich über 20 Jahre nicht mehr gesehen. Jetzt endlich ist der große Moment des Wiedersehens gekommen. Ich freue mich so, dir das sagen zu können. Da vorne um die Ecke wartet deine Claudia auf dich. Danke, danke schön. Claudia und Christel, ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich freue mich für euch. Haltet euch fest. Alles Gute. Dankeschön, danke. Vielen Dank. Christel hatte schon nicht mehr daran geglaubt, Claudia jemals wiederzusehen. In den Jahren ohne Kontakt ist viel passiert. Stolz zeigt Claudia die Fotos ihrer 4 Kinder. Eines wissen die beiden ganz genau. Von nun an wollen sie sich nie wieder aus den Augen verlieren.